Neu im Zoo der Panzergürtelschweif. Anscheinend, aha, habe ich auch gerade hier die Nachricht bekommen. Auch sehr interessant, können wir mal trotzdem drüber gucken. Halte diesen mit jeder Zahlung ab 100 Diamanten. Okay, kauft ihr sogar 200 Diamanten oder mehr, erhaltet ihr zwei dieser Echsen. Okay. Also für mich nicht wirklich relevant dann. Zusätzlich werden noch irgendwelche Änderungen vorgeführt, aber heute des Tages wird nicht mehr wie gewohnt oder. Aha, okay. Und mir ziemlich egal. Tageswechsel brauche ich nicht. Dutti hat in deinem Zoo geholfen, du erhältst 0,5 Sterne. Thank you very much, Dutti. Und gleich nochmal. Meine Güte, wenn ich wüsste, wie es auch geht. Eieiei. Gehen wir ein bisschen mal hier herum. So, wo haben wir das hier? Das ist das wichtigste Geld absammeln. Wie viel haben wir? 4614 und knacken wir die 6000 locker. Boah, das gibt ja schon einiges an Geld. Dann mal hier wässern und was weiß ich alles, was ich hier tun muss. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut für euch. Dann muss ich das irgendwo ändern, aber das kann man sich auch irgendwo einstellen. Was weiß ich. Juhu! Hole Gewinn bei 5 Buden ab. 100 EP. So ist das jeden Tag, dass ich das bekomme. Das war das letzte Mal, glaube ich, auch schon. Wenn ich das nochmal mache. Ein Bude, zwei Bude, drei Bude. Ich sehe das auch als Bude. Na, jetzt fehlt mir eine Bude. Ah, Müllcontainer. Ist das nicht als Bude? Meine Güte. Nehmen wir eben das hier noch. Boah, das ist laut. Zumindest bei mir. Diese 5 Pflanzen 100 EP erhalten. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was ich auch jetzt sonst hier noch machen kann. Ein bisschen hier auch noch fertig ernten. Das gibt EP. Känguru machen hier keinen Sound. Hört hin, beziehungsweise hört nicht hin. Nichts. Nada. Nothing. Schade irgendwie. Aber nun gut, nehmen wir, was ist. Und nochmal 150 EP. Und nochmal 150 EP. Und jetzt fehlt mir noch. Bisschen was fehlt mir noch. So, die scheinen halbwegs glücklich aus. Und hier noch. Und da noch. Wir haben auch keinen Sound. Schade eigentlich. Und dann habe ich eigentlich mehr oder weniger alles abgeerntet. Dann schaue ich mal, was ich sonst noch hier machen kann. Ich habe das letzte Mal gesagt, vielleicht steige ich heute wieder ein Level auf. Und jetzt fehlt noch, ja, kann ich so weiter. 1307 Punkte ist gar nicht mehr so weit entfernt von diesen 10.000, diese 10.000 Marke, die ich eben erreichen muss. Nun gut. Dann schauen wir mal, jetzt habe ich ja eigentlich wieder ein bisschen Mana bekommen. Jetzt könnte ich in dem Sinne auch wieder ein bisschen was tun für mein Zoo. Wenn ich es sollte. Was habe ich hier? Noch gesperrt. Schade eigentlich. Der haben wir dann das nächste Mal. Aber ich kann inzwischen noch mal schauen, was ich sonst noch hier. Für Gehege vielleicht lohnt sich das auch irgendwas. 2000 kann ich aber auch noch nicht nutzen ab Level 12 an Auslauf. Felsengehege. Ah, das ist alles noch in zu hohen Level. Die kann ich alle noch nicht nutzen. Wahrscheinlich ja auch nicht mehr. Nee, leider nicht. Aber ich könnte mir einen weiteren Stand ab Level 6. Welchen Level bin ich? 4. Ach, schade. Bei 5 hätte ich es mir dann zulegen können. Da ist er noch ein bisschen warten. Greta, da kann ich mir was kaufen und da kaufe ich jetzt auch was. Busch Sommer. Also da kaufe ich mir jetzt auf jeden Fall was. Ich schaue noch, ob es irgendwas noch was Schönes gibt. Oh, schade, Mangobaum Sommer, der hätte sich schön ausgeschaut, aber guck, aber kostet Diamanten. Ah, schaue hier noch ein bisschen durch. Findlinge, was ist denn das? Umzäune etwas Schönes und schaffe damit einen kleinen Ort der Ruhe. Das ist ja auch nicht schlecht. Und ne Holz. Wir kaufen mal ne Holz. Bank, Lehne, Natur. Kaufen und direkt mal aufstellen, damit sich meine lieben Besucher auch halbwegs niedersetzen können. Hier haben wir eine hin. Und dann würde ich sagen, ich kaufe eine zweite auch direkt. Aber nicht Diamanten, sondern vielleicht auch noch so eine, die kostet nur 50. Die ist ja schon eigentlich schon fast geschenkt, kann man sagen. Die kann ich auch noch irgendwo aufstellen. Aber wo? Ist die Frage. Ich hau's mal hier hin. Und dann kaufe ich noch eine schöne. Noch so eine.
auch ein bisschen und die stelle ich dann auch irgendwo auf. Und zwar so. Keine Angst, die drehe ich natürlich nochmal nach, ist ja selbstverständlich. Drehen. Na, kann ich nicht anders drehen? Ich will es noch anders drehen. Geht nicht. Mann, oh Mann, oh Mann, Manometer. Wenn es nicht will, dann hauen wir es halt hier hin. Ist mir auch recht. Okay. Dann jetzt noch, was ich vorher tun wollte. Wieso gehe ich immer hier rauf? Ich will ja eigentlich hier rauf. Jetzt bin ich drauf. Also, Bäumchen würde ich kaufen. Die sind ja auch nicht so überteuert. Kaufe ich mal ein und noch ein. 1 plus 1 ist 2, wie wir alle wissen. Die stellen wir wunderschön hier hin. Oder hier hinten. Nein, da stelle ich einen anderen vielleicht hin. Den stelle ich hier hin und den zweiten. Den hau ich wohin? Wo hauen? Hau ich den? Nehmen wir Klo. Der Klo. Ne. So, mein Eingang passt da vielleicht schön hin. Ich weiß nicht. Jetzt bin ich nicht hier drauf gegangen. Ein Kastanien-Sommer. Da kaufe ich mal auch eine und stelle diese auch auf. Und die stelle ich jetzt hier schon hier hinten an, dass es schön gedunkelt wird. Das wird dann heiß, ist eine kleine Unterschlupf hat, wo es ein bisschen kühler ist. Das ist die Überlegung da hinten, ob es dafür auch wirklich irgendwie uns hingibt. Ich weiß nicht, dann Bonsai. Büsche sorgen für Abwechslung in deinem Zoo, finde ich auch. Also kaufen wir mal zwei Bonsai. Wo hau ich die hin? Die hau ich hier hin. Oh nein, ich mach sie hier. Das sieht jetzt aber ein bisschen albern schon aus. Das sieht echt albern aus. So schön herum, das ist es. Das ist es, so schön. Neben der Bank, da sitzt man noch dann extra noch liebend gerne, als man schon vorher schon sitzt. Und eine Busch Sommer. Kaufe ich mir auch. Heute sieht man ihn. Bin ich wirklich im Kauffieber, wo hau ich in den wieder hin? Einen hier und einen da. Sieht irgendwie witzig aus, muss ich sagen. Dann Efeu, Mohngelb. Das habe ich ja mehr oder weniger schon alles. Kann ich sonst noch irgendwas hier kaufen? Findlinge! Was habe ich ja? Probieren wir es einfach mal. Kaufen, 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 kaufen. Die sind ja billig. Und was kann ich jetzt mit den Findlingen machen? Findling. Findling. Verstehe ich nicht ganz. Verstehe ich nicht ganz, aber sie bringen EP und kosten wenig. Und so eine etwas Schönes. Ach so. Das ergibt natürlich Sinn. Das ergibt natürlich Sinn. Verschieben wir umzäunen. Etwas Schönes. Ah, komm mit. Wir umzäunen etwas Schönes. Ich umzäune hier ganz hässlich. Und zack. Das ist ja schön, oder? Kann ich das nicht besser hier rüber verschieben? Ne, geht nicht. Schade. Aber okay. Und das passt jetzt auch überhaupt nicht. Da umzäunen wir noch mit zwei, ganzen Zweien hier das einmal so. Dass hier keiner da blöd rangeht und das, was sich alles tut. Sehr schön. Also, sind wir noch, haben wir noch irgendwas im Shopfieber heute? Nichts, nothing. Das brauche ich derzeit nicht. Eigentlich, ich warte jetzt hier, bis ich das nächste Türchen habe. Darum geht es wieder mal zum Bauen hier mit den Gehegen Spielgerätgrasen. Das ist ja mal genial. Also ich muss eindeutig leveln. Das nächste Mal. Mir fehlt noch. Ja, immer noch gleich viel. Könnte es dann schon sein, also schaltet ein, um zu sehen, wie ich das nächste Tiergehege, wenn es uns gibt, aufstelle. Bis zum nächsten Mal.